Ach, auf Hakimi startet bei Borussia Dortmund durch, egal ob links oder rechts. Der Marokkaner spurte die Linie rauf und runter und steht mit seinen herausragenden Auftritten sinnbildlich für die starken Leistungen des BVB. Ein Verteidiger als Man of the Match in der Champions League ist eher selten. Doch wenn besagter Abwehrspieler gleich 3 Tore vorbereitet, dann kann das schon einmal vorkommen. So wie bei Achraf Hakimi, der als Linksverteidiger gegen Atletico Madrid defensiv alles im Griff hatte und offensiv seine Gegenspieler schwindelig spielte. Juan Fran wusste die meiste Zeit nicht, wo Hakimi ist. Er war einfach zu schnell, zu gut für ihn heute, lobte Dietmar Hamann bei Sky. Der marokkanische WM-Fahrer war gegen Atletico zeitweise sogar ein wenig übereifrig, als er Marco Reus eine gute Torchance vom Fuß nahm. Dortmunds Kapitän schwärmte laut Sportbild trotzdem über seinen Teamkollegen, vor allem Achraf ist über außen extrem wichtig, wie er die Linien hoch und runter rennt. Er hat eine extrem hohe Geschwindigkeit und die haben wir heute gebraucht. Er hat heute ein sehr gutes Spiel gemacht. Sieht man die aktuellen Leistungen Hakimis, dann ist die Beschreibung als junger, sehr dynamischer Außenverteidiger, die Michael Zorc bei der Verpflichtung auf der BVB-Homepage tätigte, eine glatte Untertreibung. Neben Axel Witzel und Paco Alcácer erweist sich auch Achraf Hakimi als echter Volltreffer unter den Neuzugängen. Zu verdanken haben die Dortmunder das auch ihrem Trainer Lucien Favre. Hakimi verriet vor kurzem in der spanischen Zeitung El País, dass Favre und seine Spielidee einer der Gründe waren, warum er sich für einen Wechsel zum BVB entschied. Keine Kaufoption, aber immerhin, Matching Right, einziger Wermutstropfen, Hakimi ist von Real Madrid nur ausgeliehen. Das Leihgeschäft geht zwar immerhin über 2 Jahre, doch eine Verpflichtung darüber hinaus scheint angesichts der jetzigen Leistungen ausgeschlossen. Der 19-Jährige kam in der Vorsaison bereits in 18 Pflichtspielen für die Königlichen zum Einsatz, steht im Santiago Bernabéu noch bis 2021 unter Vertrag und wird wahrscheinlich den gleichen weggehen wie Daniel Carvajal. Der Spanier war einst an Bayer Leverkusen ausgeliehen und entwickelte sich dort zum Stammspieler für Real. Sollten die Königlichen Hakimi dennoch verkaufen wollen, besitzt der BVB ein sogenanntes Matching Right. Sprich, Real muss die Borussia über jedes Angebot informieren. Der BVB könnte gleich ziehen und so Hakimi fest verpflichten, allerdings ist das noch Zukunftsmusik. Bis zum Sommer 2020 vergeht noch viel Zeit, Stand jetzt war die Verpflichtung von Achraf Hakimi ein echter Glücksgriff. Möglicherweise könnte er bald mit Rafael Guerrero das Außenverteidiger-Pärchen des BVB bilden, denn mit Marcel Schmelzer und Lukas Piszczek waren die Schwarz-Gelben in der jüngeren Vergangenheit nicht immer zufrieden. Punkt. Auch Guerrero ist ein sehr offensiv denkender Spieler, die beiden könnten dann den Vollgas-Fußball weiter ankurbeln.